Genau, Kinder, wie sehr habe ich mich auf dieses Video gefreut. Und eigentlich wollte ich mich gerade entspannen, ne? Weil ich habe immer noch einen kleinen Jetlag. Aber es ist angekommen, es ist so nötig. Und so habe ich mir einen richtig nicen Staubsauger bestellt. Den bauen wir jetzt auf und es ist auch bitter nötig, ihn auszuprobieren. Ich habe kurz überlegt, ob ich dieses Video drehe, weil es ist mir schon ein bisschen peinlich. Hier sieht es aus wie Kraut und Rüben, weil ich habe nicht nur ein Kind. Gefühlt habe ich auch ein Tier. Also ja, ich habe wirklich eine Katze aktuell. Aber viel schlimmer sind sie hier. Sie sind nämlich nicht ganz glücklich, und zwar meine Haare, die fliegen überall rum. Meine Stiefmutter hat mich dafür schon gehasst, glaube ich. Meine Mutter, glaube ich, auch. Jetzt hasse ich es selbst, wenn man erstmal Haare hat. Also ich finde sie immer im Abfluss und ich will gar nicht wissen, wie viele auf dem Boden liegen. Ich habe auch irgendwie letztens so unterm Schrank gefasst, da hatte ich auch so ein paar Staubfusseln. Ja, egal. Ich baue jetzt erstmal den Staubsauger zusammen. Wir testen das Ding und es verspricht einiges und ich hoffe, es hält es jetzt auch ein nicht. Let's go. So, was erwartet uns in diesem Karton? Eine Anleitung. Und ich lese daraus, mein Nachbar möchte mir die Wandhalterung anbringen. Ja, das lest ihr auch. Und zwar sehe ich das hier. Der weiß nur nichts von seinem Glück, aber ich habe keine Akkubohrer, nicht? Das macht ja aber gar nichts, wenn man Nachbarn hat, ne? Man muss ja nur wissen, wie man sich helfen kann, habe ich immer gelernt als Projektmanager. Aber wie gesagt, wir bauen es jetzt zusammen. Ich packe das mit euch einmal aus. Mir ist gerade die Anleitung runtergefallen. Oh Gott, das ist ja manchmal echt nice, so neue Sachen auszupacken. Oh Gott, Stil hat er schon mal. Weiß ist vielleicht bei meinem Couch gerade nicht die Farbe. Aber ich weiß, wenn das Ding immer weiß bleibt, dann habe ich alles sauber gemacht, nicht? Man muss das ja nur positiv sehen. Er hat auch Licht. Leute, hat Licht. Er hat Licht. Ich habe schon immer von einem Staubsauger mit Licht geträumt. Aber gut, jetzt bauen wir es wirklich erstmal zusammen, nicht? So, das ist das Stück des Begehrens. Einmal zusammengebaut. Das ging übrigens ratzifatzi. Jetzt soll ich warten, bis alle drei Leuchten leuchten. Oh Leute, dafür habe ich immer keine Geduld. Bei so elektrischen Geräten, ich will sie sofort. Ja, hier vorne sieht man die Bürste. Hier sieht man auch schon den Dreck auf dem Boden. Oh Leute, Schande auf mein Haupt. Das ist ein schickes Und Ding. was ich sagen muss, ich hatte ja lange keinen Staubsauger mehr ohne Kabel, Leute. Also wenn man das einmal hatte, das geht auch nicht mehr weg. Das braucht man. Das braucht man. Sag ich euch eins. Also jedenfalls, wenn man so tollpatschig ist wie ich und so viel Dreck macht und noch mehr Dreck macht und noch mehr Dreck macht. Na gut. Jetzt warten wir erstmal und dann wird hier gesaugt und ich werde dann derzeit vielleicht schon mal beten, aufräumen. Das sieht aus wie bei den Hottentotten, ne? So, ihr lieben Zuckerschnuten, ein Teil ist vergangen meiner Zeit und ich habe auch schon einen Teil aufgeräumt. Okay, man mag meinen, es ist nicht ordentlich, aber es ist nur noch der Karton. Weil es stand eben auf dem Bett, ich wollte es erst machen, aber, ne, aber. Ich wollte das auch gleich mal versuchen abzusaugen, weil das ist wirklich sehr, sehr schwer. Und da sind so eine, kennt ihr diese festen Stofffusseln oder so? Wollte ich mal gucken, ob er das auch kann. Aber ich dachte, Tierhaar ist genauso resistent. Küche ist hingegen schniggi, schniggi. Und ich habe auch schon, Platz geschaffen, damit wir saugen können. Ich zeige euch einmal vorher den Boden und dann gehen wir nochmal aufs Bett. So, der Part, für den ich mich am meisten schäme. Hier liegen viele Fusseln, Haare, lalala. Hier unter weiß ich auch immer nicht, was da abgeht. Hier seht ihr sogar meine Haare. Ja, hier sind ein paar Krümel. Hier auf dem Bett sind so, ich weiß auch nicht, was das immer alles ist. Dann habe ich hier noch eine Decke, die wollte ich erst in die Wäsche tun. Da sind auf jeden Fall viele Katzenhaare dran. Jetzt habe ich da hinten das Licht angelassen. Ja, auf geht's. To the Gerät. So, geladen ist er. Die drei Streifen leuchten, also sofern ich den Stecker drin habe. Müssen wir ihn gleich mal anschalten. Jetzt muss ich hier erstmal gucken, ob ich hier noch irgendwas entfernen muss. Aber ich glaube, nein, das ist aufgeklebt. Ja, so sieht er aus. Ich würde sagen, wir testen einfach mal. Ich habe ihn noch nicht einmal angemacht. Aber er hat auf jeden Fall hier zwei verschiedene Modo. Echo ist für alltäglich, Turbo ist für ja, Haare und halt Turbo, ne? Ein bisschen intensiveres Saugen. Hier soll er angehen. So hört er sich an. Ja, wollen wir mal. Das dürfte jetzt noch der normale Modus sein. Aber der saugt auch schon gut was weg hier. Seht ihr, ne? Wenn ich mal jetzt Power mache. Oha! 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 Das geht ab. Schalt mal wieder um. Also das ist jetzt der einfache Modus. Guck mal, der leuchtet sogar, sieht man, ne? Und da seht ihr auch meinen Dreck. Aber das kriegt er auch schon so. Guck mal, das ist ja easy.
macht und, oh Gott, jetzt sieht man das ja noch viel schlimmer. Seht ihr den Staub? Oh mein Gott. 3 Wochen niemand gesaugt hier, ne? Ja, wir waren ja auch im Urlaub. Ich wollte immer einen Staubsauger mit Lichtfunktion. Das ist aber so beschämend, echt. Dass man da so den Dreck sieht, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist schon toll, ne? Das ist schon toll. So, ich sage jetzt hier einmal durch. Dann gehen wir zusammen ins Bett und an den Teppich. Teppich bin ich auch sehr gespannt. Ich mache jetzt hier erstmal die Grundfläche fertig. Ich glaube, das braucht ihr jetzt nicht weiter begutachten. Ich bin schon mal sehr begeistert, muss ich gestehen, so auf den ersten Blick. Also der saugt auch im Lichtturbo-Modus hier den ganzen Staub weg. Und das Ding ist, durch die Feuchtigkeit, hier klebt er halt auch echt am Boden. Das kriegt nicht jeder hin, das sage ich aus Erfahrung. Genau, ich habe durch das Licht Dinge gesehen, die wollte ich nie sehen. Aber ich denke, so wird der Besuch meine Wohnung sehen und das macht mir Angst. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, also ja, die Wohnung ist nicht groß, die hat aber eine große Fläche. Schaut euch mal an, was jetzt vom bisschen einmal saugen ist. Das ist das allererste Mal saugen, Leute. Wie viel Zeug ist da schon drin? Das macht mir Gedanken. In was für einer Dreckshöhle ich eigentlich lebe. Ach du heilige grüne Neune. Gut, jetzt geht's an den Teppich. Da bin ich nochmal sehr gespannt, ob er da was rausholt, was er da rausholt und wie ich das wusste. Wer ganz genau hier hinschaut, sieht, dass da doch ein paar dunkle Flecken drin sind. Hier so, ne? Das da, da. Mal gucken, ob er die rauskriegt, weil diese Teppiche sind wirklich unfassbar schwer zu saugen. Ready, steady, go. Erstmal im einfachen Modus. Oh, es knistert aber. Wo habt ihr gesehen? Der ist weg. Hier ist noch so einer. Ja, der braucht noch. Wow. Gut zu wissen, dass hier der Ring meines Kindes ist. Seht ihr das da? Leute, leider ist es wirklich schwer zu filmen, aber vielleicht kann ich euch das mal ansatzweise zeigen, wenn ich mit dem hier rübergehe, was der da von unten alles hochsaugt. Hier neben den Teppich liegen jetzt immer überall Krümel, die ich immer wieder wegsauge. Das ist der Wahnsinn. Spoiler Alert, mein alter Staubsauger konnte das wohl nicht. Ich mach's nochmal. Ich versuch's euch mal zu zeigen. So. Seht ihr hier wieder die Krümel? Auch wenn es schwer ist zu zeigen, beim Saugen seht ihr hier meine 6-monatige Bastelkarriere ungefähr. Alles, was so ein bisschen glitzert und glänzt, war auf jeden Fall safe in diesem Teppich. So über die Haare brauchen wir gar nicht sprechen, das sind meine. Jetzt müssen wir nochmal die Decke, das ist halt immer schwer. Es ist immer schwer mit dem Festhalten und Filmen gleichzeitig, muss ich gestehen. Ich muss meinen Staubsauger schon mit beiden Händen halten, weil solche Teppiche, die nicht rutschfest sind, diese Billo-Teppiche, die müssen wir natürlich immer festhalten, sonst fliegen sie beim Saugen durch die ganze Wohnung, sobald der Sauger ein bisschen Kraft hat, ne? Ich habe ja auch noch mehr Aufsätze, die wollte ich auch gleich nochmal mit euch testen, aber erstmal geht's ans Bett. Da wollte ich auch nochmal rüber saugen, ganz cool. So, vorher, es ist abzugsbedürftig. Wie ihr seht, hier diese Pilling meinte ich. Irgendwie scheint auch auf der Kinderseite ganz schön viel Dreck zu sein. Alter, wie schaffen das die Kinder immer? Ich habe das vorgestern tatsächlich eigentlich erst verzogen. Jetzt seht ihr das, ne? Jetzt gucken wir mal, wer wir saugen. Ready, steady, go. Erstmal normal. Das ging schon mal ganz gut, ne? Oh, ich muss den dann nur wieder hochkriegen. Oh, jetzt hat er mein Kleid. So, mal gucken, ob ich das hinkriege, euch hier diese Katzenhaare zu zeigen. Das ist nämlich, hallo, willkommen, die Katzendecke. Da werden wir jetzt mal rüber sorgen. Seht ihr das hier überall? Die verstecken sich natürlich ja echt gut in dem Muster. So, ich stelle es jetzt genau da drauf, dass wir das hier langziehen. Und dann ready, steady, go.
Okay, es ist natürlich wieder schwer. Die Decke muss natürlich auch festgehalten werden. Es ist halt super rutschig hier auf dem Boden. Jetzt bin ich einmal rübergegangen. Leute, seht ihr da noch ein Haar? Okay, das war ein bisschen erschreckend. Ich musste ganz ehrlich gestehen, ich dachte vorher, ich kann euch gar keine Haare mehr zeigen, weil ich die schon ausgeschüttet hatte, aber das war krass. Also, ja, einmal rüber, Haare weg. Nur, was halt schwierig ist, hier echt mit dem Untergrund es festzuhalten quasi. Ne? Man muss das dann irgendwie festhalten und dann richtig rübersaugen, sonst top. So, und jetzt kümmern wir uns mal um einen anderen Aufsatz. Ich habe ja auch noch Ecken, ne? In der Ecke, da lässt sich viel Müll verstecken, Dreck verstecken. Ja, so machen wir einmal diesen Aufsatz. Da kann man hier auch so eine Bürste vorziehen. Und den klassischen Bürstenaufsatz. Ich weiß immer gar nicht, den benutze ich tatsächlich sehr selten. Aber diesen hier umso öfter, dieser typische Sauger für kleine Ecken, den braucht. Ich werde euch natürlich auch mal zeigen können, wie man das macht. Und zwar, ich habe das gerade schon mal aufgebaut. Jetzt muss ich einmal, ich mache es mal, wie es vorher war. Das war hier fest. So, und dann drückt man hier runter, ist jetzt nicht ganz eingerastet, ne? Also entweder kann ich es dann hier abbauen, hab's denn so. Das gleiche kann ich allerdings auch da unten tun, wenn ich einen längeren Arm brauche. Brauche ich aber nicht, ich brauche ja was Kleines. Und ich bilde mir mal ein, umso kleiner der Sauger, umso effizienter ist er. Und jetzt kann ich ihn so anmachen. Also das wird hier einfach nur aufgesteckt, ne? Und dann gehen wir mal in die Ecke. Irgendwas klebt hier halt auch auf dem Boden, ne? Weiß ich auch nicht, was ich da wieder gemacht habe. Und oder halt auch nicht richtig gemacht habe. Aber ich muss sagen, das ist voll angenehm in der Handhabung hier so. Ist nicht ganz zu schwer. Und hat Power. Echo Turbo. Wäre aber Jens egal. Hier habe ich gepusht beim Saugen. Ach nee, das klebt auch hier wieder an. Schön. Was ich euch natürlich auch noch nicht gezeigt habe oder was wir noch nicht getestet haben, ist die Müllausleerung. Da drückt man hier oben einfach. Ich halte das jetzt mal über Kopf. Da ist wirklich einiges drin. Leute, ich habe einmal gesaugt. Einmal. Einmal. Ja, ich würde sagen, das Ding ist voll. Der hatte was zu tun. Ja, was kann man noch machen? Man kann hier hinten noch, ich hoffe, ich habe es richtig zugemacht, werden wir gleich sehen. Man kann hier hinten auch noch den Akku rausnehmen, indem man das hier so hochzieht. Und das dann quasi ohne Sauger laden. Brauche ich aber nicht, ehrlich gesagt. Hier ist ja aber auch nochmal alles falsch rum so drauf beschrieben. Ich muss sagen, wenn ich das Ding jetzt bewerten müsste, von der Skala von 1 bis 10, bin ich schon sehr begeistert, muss ich gestehen. Also auch gerade das mit den Haaren, weil ich sag euch eins, mein anderer Staubsauger, der hat die nicht gegriffen, so krass. Also ich dachte schon immer, der hat krass viel gegriffen, aber gerade an dem Teppich habt ihr das gesehen. Ich habe den immer mit abgesaugt, fast jeden Tag. Und wir sind gerade mal 2 Tage hier, also so viel Dreck haben wir nicht mit reingebracht, weil wir eigentlich nur hier gepennt haben. Das ist schon krass, was der da rausgeholt hat. Das ist, muss ich sagen, das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Praktisch ist er auf jeden Fall. Also was das Thema Haare und Tiere angeht, Leute, da absolute Empfehlung, mega.
Was ich auch gut finde, dass er kein Kabel mehr hat. Ich weiß, die meisten haben das nicht mehr, aber es ist auch nicht selbstverständlich, auch heutzutage nicht, denn mein Alter hat es noch und ich kann nur sagen, wie nervig das ist, gerade bei so einer großen Fläche. Ja, dass ich jetzt nochmal wischen muss, ist blöd, da kann der Staubsauger leider nichts für. Ich schlug mich, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ja, ich finde, vom Volumen her ist das auch in Ordnung. Also für meinen Haushalt passt es vollkommen. Aber wir haben ja doch eine recht große Fläche. Man unterschätzt das, obwohl wir echt eine, ja, irgendwie eine kleine Wohnung haben, aber sehr viel Bodenfläche. Ich muss ehrlich gestehen, mir fällt es schwer, auch diese große Bodenfläche zu saugen. Früher hatte ich halt immer nur so, hier ist so ein kleines Stück Fläche, hier ist ein kleines Stück Fläche und hier habe ich wirklich viele große Flächen. Ich weiß mal gar nicht, wie man da richtig an das Ding angeht, wenn man quasi mit seinem Staubsauger wie so ein Rasen machen könnte. Da habe ich immer gar keinen Bock drauf. Also wenn ihr da Tipps habt, wie man am besten strukturiert saugt, sagt mal Bescheid. Weil unterm Tisch, da war auch einiges zu holen, das sage ich euch, obwohl ich immer nach jedem Essen saugen muss. Weil hier ist es so, da kommen Tiere. Die warten nicht, ob ich Bock habe zu saugen. Und da ist sowas auf jeden Fall schneller gegriffen, absolut. Ja, Design finde ich auch echt cool. Das mit dem Licht finde ich halt, wie gesagt, auch Wahnsinn. Ich weiß, ich habe es ein bisschen negativ dargestellt, aber ich muss gestehen, die Dinge, die sehe ich auch sonst nicht. Ich bin aber auch ganz froh, sie jetzt mal gesehen zu haben, zu wissen, wo musst du noch mal lang. Du siehst es einfach wirklich besser. Ich dachte einfach, bei Tageslicht macht das gar keinen Sinn. Aber doch, dieses Licht macht Sinn. Du siehst es auch bei Tageslicht deutlich besser. Oder halt auch überhaupt. Gerade den Staub, der ist sonst wirklich schwer zu sehen hier. Ja. Also für mich eine klare Weiterempfehlung. Ich gucke mal, ob ich da noch einen Link zu finde und vielleicht kriege ich auch einen Code für euch, das kann ich nicht versprechen. Würde ich euch alles in die Rabattbox schreiben, in die Infobox schreiben und sage schon mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Frohes Saugen. Ich muss nun leider erst mal wischen, ne? Kann man nicht anders sagen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bleibt sauber und bis dann.